Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder einen kleinen Haul. Ja, und ich möchte euch gerne mal zeigen, was ich geshoppt habe. Es ist nicht viel, ein bisschen, aber das zeige ich euch mal. Als erstes fange ich mit den Tapes an von Paper Mania. Das ist Capsule, einmal Neon und einmal Mono. Huch, wo seid ihr? Da ist es. Und wie das aussieht, ich habe es mir schon auf meine Liste gemacht. Bestellt habe ich bei Bastelwelt Showbiz, also das sind diese vier. Eins kostet 2,90 €. Das sind vier Rollen drin, a 5 Meter und zweimal das Doppelt. Also ihr habt eigentlich wie eine Rolle von jedem Ding 10 Meter. Dann habe ich mir ein Stempelset bestellt, was ich ganz schön fand. Das ist dieses hier von Studio Light B, Opala. Und das sind sie, die fand ich ganz schön. Genau. Und dann habe ich mir Journal Cards bestellt, drei Blöcke. Einmal diesen hier, der ist von Prima Marketing, glaube ich. Ja, sieht so aus. Und was ich schön finde, hinten ist einfach nur einfarbig. Also. Das ist dieser Block hier. Und da sind immer drei Blätter drin. Und ich finde die echt total hübsch. Auch wieder so ein bisschen Vintage. Eigentlich ist Vintage nicht so meins, aber das finde ich wieder total edel. Das gefällt mir sehr gut. Nice. Happy Place. Ja, und das sind halt so schöne Pastellfarben auch. Dieses hier, das ist auch schön. Und das letzte. So. Das war der erste. Da sind immer 45 Dinge drin. Dann einmal in der Chalkboard-Optik. Ist auch vom Prima Marketing. Fand ich richtig, richtig cool. Okay, gut. Die fand ich richtig. Ist mal was anderes. Ist zwar auch wieder recht dunkel, aber wenn man da mit Kreidemarker oder so drauf schreibt oder das schwarz weiß bestempelt. Ich denke, das sieht richtig toll aus. Ja, das ist mal ein Motiv, wo mir nicht so zusagt. Mein Liebling, ich habe es ja schon mal durchgeblättert und der absolute Burner kommt hinten, wo ich richtig toll finde. Das finde ich auch total edel. Dieses hier mit dem Mason Jar, das finde ich richtig toll. Das gefällt mir total gut. Na, bin ich jetzt eins übersprungen? Nein. Cool. Ja, das war das zweite. Und dann ein größeres. Das hat eigentlich irgendwie mit der Bibel zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Da stehen immer Palmverse drin. Ich glaube ja. Oder Palmen, ja, irgendwie so. Aber ich fand die Motive echt toll. Auch wieder das nur eine Seite. Lass mich gucken, es sind auch wieder drei drin. Da ist, ich glaube, das ist das Einzigste mit dem Kreuz. Aber macht ja nichts, ist trotzdem total schön, finde ich. Das finde ich mega. Perfect Love. So ein bisschen in Aquarelle, also ich finde das total. Schön. Und wer es möchte, der kann immer noch die Ecken abrunden. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass sie gerade sind. Und sind wir jetzt durch? Nee, eins kommt noch. Dieses Create. Auch ist das auch von Pebble? Doch, auch von Prima Marketing. Way. Und
Und dann habe ich mir noch einen Block bestellt. Der war wirklich teuer. Er kam 20 Euro, es war leider der letzte. Mit Gold, wie ihr seht. Und das zeige ich euch mal, da sind immer zwei Blätter drin. Wir versuchen immer eins zu überblättern. Das ist wieder mit Gold. Und auch so ein bisschen diese Tafeloptik. Ich glaube, das ist dieses Hochzeitsblock, der Hochzeitsblock, aber ich fand die Motive halt total edel und dieses Schwarz-Weiß gefällt mir sowieso sehr gut. Da ist auch mit Gold. Oh, das seht ihr gar nicht. Hier steht noch was. Ich muss mal, glaube ich, eine Vase hier in Sicherheit stellen, nicht, dass sie mir hier umfällt, wenn ich hier so rumkletter. Und mein absolutes Favorite. Oh, ist das nicht schön? Und mit diesen goldenen Punkten. Oh. Ich weiß noch gar nicht, ich möchte es auf jeden Fall mal für ein Divider oder so benutzen. Das ist dann immer schade, weil man nicht weiß, wo setze ich es jetzt hin, wo kriege ich am besten irgendwie den Ausschnitt hin. Na, mal gucken, wie ich das mache. Dann dieses in Graugold. Dann dieses, da stehen hier Enjoy Every Day. Und hier, jo, ist auch in Gold. Dann dieses im Weiß, das ist auch hier unten in der Ecke. Dann mal gucken, ob ich ein Stück hier komme. Ja. Die Erde, dann das nochmal mit den Buchstaben in Gold. Höher komme ich nicht, ich muss doch ein bisschen so. So. Dann auch mit Gold. Das ist auch total schön. Auch Gold dazwischen. Ich mag ja sowieso Gold und dieses Schwarz-Weiß-Gold, das gefällt mir sowieso dann in der Richtung. Nochmal das gleiche mit den Wörtern, nur nicht in Gold. Dann Weiß-Gold. Blub, machen wir mal scharf, jetzt war's weg. Dann dieses hier mit einem Schaufeld und Set. Und ja, es geht noch weiter. Ich dachte schon, ich bin schon durch. Nochmal. Auch nochmal mit Blumen. Sieht so, ich glaube, das könnte Venedig sein. Sieht so, das so aus. Und dann das letzte. Und war es das? Ja, das war's. Genau, das war's. Eventuell. Ja, ich glaube, das ist das Hochzeitsalbum. Ich gucke gerade, ob irgendwo steht, wie das heißt. Nee. Aber ich denke, weil hier steht schon, das, ich glaube, das ist das Hochzeitsalbum. Also Album, Buch, Paperback. Da kam 21 Euro, ist schon ganz schön heftig, aber man hat ja auch einiges drin. Ja, das war mein kleiner Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war ja das ein oder andere für euch dabei. Wie gesagt, alles von Basel Showbiz, die haben da eigentlich eine gute Auswahl. Hoppala, ich schmeiß gleich runter. Und dann war's das. Ich weiß nicht, ob ich am Wochenende dazu komme, noch ein Video zu machen. Ihr habt ja schon sicherlich mitbekommen, dass ich Geburtstag habe und bekomme dann auch jede Menge Besuch. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!